Runden gelaufen werden. Mit Startnummer 42 sehen wir Frank-Peter Rötsch aus der DDR. Zum letzten Mal muss er stehen, schießen und das Schneetreiben hat wieder heftig, an Heftigkeit zugenommen. Sicht ist sehr schlecht für die Kleinkaliberschützen. Früher mit dem Großkaliber war es bei solchen Bedingungen eher besser zu schießen als jetzt mit Kleinkaliber. 17,5 Kilometer, wie gesagt, rechts oben eingeblendet, sind gelaufen. 2 Strafminuten insgesamt hat er bisher kassiert und er schießt enorm schnell. Eine Strafminute dazu. Auch Rötsch ist ein Medaillenkandidat nach wie vor, trotz dieser Strafminute. Das wird enorm spannend jetzt. Wer wird hier unter den Dreien der Beste sein? Der Frank-Peter Rötsch, der Peter Angerer, der Eirik Qualfoss oder gar ein anderer noch.